Die Verbesserungskata ist als Denk- und Handlungsmuster sehr gut geeignet, um sich persönlich weiterzuentwickeln, als auch um Coachings mit ein oder zwei Personen durchzuführen. Kann man die Verbesserungskata aber auch in einem Unternehmen mit 100 Mitarbeitern einführen? Mein Name ist Matthias Nickel und ich möchte mit euch meine persönlichen Erfahrungen teilen, als ich 2017 versucht habe, die Verbesserungskata in einem Unternehmen einzuführen. Ich möchte mit euch über die Fehler, die ich gemacht habe, sprechen, die Erfahrungen, die ich daraus gezogen habe und wie ich es heute durchführen würde. Zuerst ein paar kurze Infos zu mir. In den ersten Jahren meiner beruflichen Laufbahn hatte ich, wie viele wahrscheinlich, kein direktes Ziel vor Augen und habe dies und jenes ausprobiert. Das änderte sich erst 2013, als ich mit Lean Management in Kontakt kam und für mich entschlossen habe, dass ich diesen Weg gehen möchte. Und 2015 dann durch einen Vorgesetzten auch das erste Mal in Kontakt mit der Verbesserungskata kam. Seitdem war für mich klar, dass dieses Denk- und Handlungsmuster für mich persönlich sehr gut geeignet ist und ich verwende es sowohl für meine berufliche Laufbahn als auch für mein Privatleben, für die Erziehung meiner Tochter. Also ich denke, die Kata ist wirklich ultimativ überall einsetzbar. Jetzt, wenn in diesem Vortrag spreche ich genau von der Zeit hier 2017, als ich die Ausbildung zum Certified Kata Manager durchgeführt habe und gleichzeitig mit den wenigen Kenntnissen, die ich hatte, versucht habe, sie auch gleich in dem Unternehmen vollständig zu adaptieren und dort einzuführen. Auf der nächsten Folie sprechen wir als erstes mal über den Ist-Zustand damals 2017 im Unternehmen, damit ihr einen ersten Eindruck davon habt, wovon ich dort spreche. 2017 war ich in einem analytischen Auftragslabor beschäftigt mit etwa 120 Mitarbeitern. Diese waren verteilt in 6 Abteilungen, 10 Teams und Stabsstellen. In analytischen Auftragslaboren haben alle Mitarbeiter mindestens eine dreijährige naturwissenschaftliche Ausbildung und die Führungskräfte haben einen akademischen Grad. Dementsprechend ist der Qualifikationsstand wissenschaftlich sehr hoch. Die Führung erfolgt über Standardarbeitsanweisungen, in denen geschrieben ist, was man tun soll, aber nicht genau, wie man es tun soll. Das Einstiegsgehalt in dieser Dienstleistungsbranche liegt bei etwa 2000 Euro, also recht niedrig. Und gab in dem Labor keine teamspezifischen Kennzahlen, es gab keine Regelkommunikation und es gab halt nur einen Lean-Manager mit frischer Kata-Manager-Ausbildung, das war ich. Gut, als erstes dachte ich mir damals, okay, was haben wir bei Lean immer gelernt? Die meisten Prozesse, Projekte, Verbesserungen scheitern daran, dass kein Commitment mit dem obersten Management vorhanden ist. Dementsprechend war mein erster Schritt, das Commitment mit dem oberen Management zu erhalten. Das Commitment der Geschäftsleitung bestand damals in der Herausforderung. Also alle Mitarbeiter des Unternehmens sollen jeden Tag die Verbesserungskata durchführen und damit kleine Verbesserungen erreichen. An und für sich klingt das ja super und ich war auch sehr zufrieden damit, dass ich ja die Geschäftsleitung dazu bekommen habe, das so zu akzeptieren. Aber es war sofort mein erster Fehler. Denn wie gesagt, die Kata ist ein Denk- und Handlungsmuster und ein Denk- und Handlungsmuster kann ich nicht von oben, von der Geschäftsleitung aufdoktrieren. Also ich kann nicht vorschreiben, dass die Leute das so durchführen müssen. Das habe ich aber hier versucht. Und dementsprechend konnte dieses Ziel eigentlich gar nicht erreicht werden, weil Menschen sind halt unterschiedlich und nicht jeder Mensch wird sich bis zu einem festen Zeitfenster bis zum Ende des Jahres darauf einlassen und sagen, ja, ich mache das jetzt mit. Also kann leider nicht funktionieren. Heute mache ich das anders. Wenn ich heute Ziele vereinbare mit meiner Geschäftsleitung, dann definiere ich diese nur über feste Kennzahlen, wie zum Beispiel über die Durchlaufzeit oder ähnliches. Aber ich spreche nicht mehr ab, wie ich es durchführe, weil die Kata, die Verbesserungskata in dem Fall, ist ja das Wie. Und aktuell, wie gesagt, spreche ich nur noch ab, ich möchte die Durchlaufzeit zum Beispiel verkürzen und kann dann in jedem Team, bei jeder Führungskraft selber schauen, mit
ob ich das mit der Kata durchführen kann oder ob ich andere Dinge anwende, um den Leuten zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Dann ging es weiter, dass ich versucht habe, Zielzustände zu definieren, und mein erster Zielzustand war, eine Regelkommunikation einzuführen. Wie gesagt, es gab vorher keine Regelkommunikation im Unternehmen, und daher ist es natürlich notwendig, dass überhaupt erstmal die Teams zusammenkommen und miteinander sprechen. An und für sich ist das schon mal gut und auch richtig. Wir haben halt damals nur Ein- und Ausgang als Kennzahl gehabt, also wie viele damals Proben kommen halt rein oder gehen raus aus der Abteilung, hatten einen kleinen PDCA-Zyklus und etwas Personalplanung. Das sind einfache Mittel Shopfloor-Management, haben aber erstmal nichts mit der Kata zu tun. So. Als nächstes habe ich versucht, mehr Kennzahlen zu definieren. So. Auch das sind einfache Mittel des Shopfloor-Managements. Auch das ist wichtig und richtig und gut, hat aber immer noch nichts mit der Kata zu tun. Ich habe es damals als Grundlage gesehen, um die Kata einzuführen, weil wenn ich irgendwie einen Ist-Zustand erstmal beschreiben soll und einen Zielzustand, brauche ich halt irgendwelche Zahlen und Daten, auf die ich mich berufen kann. Also dementsprechend erfinde ich was notwendig. Aber auch von vornherein ist die Frage, mussten es so viele Kennzahlen sein oder wäre es nicht sinnvoller gewesen, vielleicht sich einfach auf eine einzige Sache erstmal zu konzentrieren? Im letzten Schritt habe ich dann versucht, die Verbesserungskarte an und für sich einzuführen. Das bedeutet, ich habe die Formblätter verwendet, die dazugehören, habe versucht, die Zielzustände zu definieren mit den Ergebniskennzahlen, die ich wiederum aus den Kennzahlen genommen habe, die wir hier auf dem Board entwickelt haben. Allerdings, diese Kennzahlen waren ja für das gesamte Team. Und in einem Team gibt es nicht nur einen Prozess, sondern auch ein Team hat ja wieder Teilprozesse. Und die Problematik fängt genau dort an. Denn nicht alle Mitarbeiter des Unternehmens sind ja in allen Teilprozessen beteiligt. Dementsprechend, egal welche Kennzahl ich dort genommen habe, sie war immer noch vom Level zu hoch, als dass sich wirklich alle damit hätten identifizieren können. Und somit war es nie möglich, wirklich die gesamten Mitarbeiter mitzunehmen und überhaupt dafür zu begeistern, gemeinsam an dieser Verbesserungskarte sich zu beteiligen. So waren die Schritte sehr mühselig und Erfolge sind auch sehr schnell ausgeblieben. Also wir konnten natürlich Dinge verbessern, die allgemein waren, wie man immer mal wieder hört, hier zieht's oder die Lüftung ist nicht gut genug oder wir haben halt Probleme, dass wir dieses oder jenes nicht bekommen. Also so allgemeingültige Dinge konnten als Hindernisse beseitigt werden und haben auch zu der Verbesserung des Gesamtteams geführt. Aber es gab halt nicht die richtige Begeisterung für das Thema und die Leute konnten nicht wirklich absolut abgeholt werden. Das war schon ein Problem. So, wenn ich heute nochmal versuchen würde, für ein ganzes Team die Kata einzuführen, würde ich immer dieses Team wiederum in seine Einzelprozesse unterteilen. Also ich würde wirklich schauen, welche Prozesse gibt es denn eigentlich und würde die Verbesserungskarte auch immer mit jedem einzelnen Unterteam von 1 bis 3 Personen durchführen und mit denen gemeinsam versuchen, für ihren Teilprozess Verbesserungen durchzuführen und voranzubringen. Aber auch was ich dabei auch gelernt habe, ist, damals war ich halt als Lean Manager da beteiligt und habe das versucht, während die Führungskräfte selber auch keine Erfahrung mit der Verbesserungskarte hatten. Das heißt, ich war als Teamfremder dort und habe versucht, alle Leute davon zu begeistern, was natürlich äußerst schwierig ist. Heutzutage mache ich das anders. Wenn ich heute die Verbesserungskarte irgendwo anwende, dann wende ich sie nicht von vornherein beim ganzen Team an. Aus meiner Sicht ist das Aufgabe der Teamleitung.
Stattdessen mache ich eben genau das. Ich gehe zur Teamleitung und versuche mit der Teamleitung gemeinsam Ziele zu vereinbaren, Zielzustände zu vereinbaren und wende die Verbesserungskarte im 1:1-Coaching mit der Teamleitung durch. Erst wenn die Teamleitung soweit ist und selber dazu bereit ist und die Kata wirklich anwenden kann und möchte, dann gehe ich als Second Coach hin und begleite die Teamleitung wiederum dabei, die Kata in ihrem eigenen Team anzuwenden. Ganz wichtig dabei, auch wie ganz am Anfang schon gesagt, ich kann halt nicht hergehen und sagen, ihr müsst jetzt alle die Kata verwenden. Das kann nicht funktionieren, weil man kann niemanden dazu zwingen, es anzuwenden. Die Verbesserungskarte ist nur geeignet für die Menschen, die sie auch wirklich anwenden wollen, also die begeistert sind für neue, agile Methoden und die auch gerne einfach mal was Neues ausprobieren wollen oder sich sagen, ich bin mit meinen bisherigen Dingen nicht weitergekommen, ich würde mal gerne was anderes ausprobieren. Für die ist es geeignet. Das heißt, ich schaue einfach, wer von den Teamleitungen, die im Unternehmen so da sind, sind denn dafür überhaupt geeignet? Und dann frage ich halt, ob sie Lust haben, was auszuprobieren. Und dann gehe ich halt mit diesen einzelnen Teamleitungen in den Coaching-Dialog. Und damit habe ich sehr gute Erfahrungen. Das funktioniert wirklich, ganz im Gegensatz zu dem, was ich da 2017 halt versucht habe anzuwenden. So. Weitere Learnings, die ich daraus gezogen habe, wie überall im Zusammenhang mit OPEX oder Lean, wenn die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung, das Management nicht absolut hinter dir steht, dann brauchst du es gar nicht erst versuchen. Aber, wie ich am Anfang gelernt habe, es kann auch sein, dass es dein Fehler ist. Denn du darfst oder du kannst nicht mit der Geschäftsleitung absprechen, wie du es durchführst, sondern du kannst weiterhin nur absprechen, wo wollen wir eigentlich hin. Das Wie musst du selber schauen, wie es am besten passt. Das war halt mein Fehler damals. Des Weiteren, Handlungsmuster, Verbesserungsmuster, Denkmuster, ja, und Kennzahlen, das sind alles Themen, wo es durchaus sehr sinnvoll ist, vorher die Unterstützung beim Betriebsrat und bei der QM zu holen und mit denen abzusprechen, was habe ich denn da eigentlich vor. Nicht, dass, also wenn du nur mit Führungskräften etwas durchführst, ist es nicht das Problem. Aber sobald du halt bei den Mitarbeitern solche Dinge anwendest, solltest du vorher auf jeden Fall den Betriebsrat ins Boot geholt haben, damit die nicht gucken, was machst du denn da mit den Leuten und da du ja Zahlen aufschreibst, ist da jetzt plötzlich irgendwie eine Leistungsbewertung dahinter oder so. Da ist halt das deutsche Betriebsrecht sehr, sehr empfindlich. Des Weiteren, was ich halt auch gesagt habe, heute würde ich niemals das ganze Team auf einmal coachen. Ich würde niemals versuchen, das ganze Unternehmen auf einen Schlag zu coachen. Ich würde heutzutage immer mich erstmal auf die Führungskräfte konzentrieren. Und zwar nur auf die Führungskräfte, die es auch wirklich selber möchten, die also bereit sind, solche Dinge anzuwenden. Und des Weiteren, auch allgemeingültig ist, es sind halt die Führungskräfte, die darüber entscheiden, ob überhaupt irgendetwas Erfolg haben kann oder ein Misserfolg wird. Denn die Führungskräfte sind nun mal die Vertrauenspersonen des Teams. Und wenn die Mitarbeiter sehen, dass die Führungskraft das anwendet, dass es funktioniert, dass es ihnen hilft, dass sie damit vorankommen, dann sind auch die Mitarbeiter sehr bereit, das selbst mal auszuprobieren und ihre Erfahrungen damit zu sammeln. Das war es soweit von mir. Ich hoffe, dass ihr irgendwas aus meinen persönlichen Erfahrungen ziehen könnt und wünsche euch noch sehr viel Spaß mit der Verbesserungskarte. Bis dann.